Herzlich willkommen in Tarlac. Tarlac Monastery. So, wie hoch sind wir? 500 Höhenmeter, also weiß nicht, sind es vielleicht hier 250 Höhenmeter oder so. Oder 300. Hier hat man einen schönen Blick übers Tal. Da ist es, das Monasterium. Wie sagt man auf Deutsch? Keine Ahnung, Konvent oder so. So, hier kommt gleich die, oh, die schöne Aussicht. Geilomat. Aussicht über das ganze Tal. Kloster, genau, Kloster heißt es. Ah, da ist die Jesus. Können wir ihn sehen? So, hier ist gerade nichts los. Anscheinend ist hier was im Sommer los. Und anscheinend ist jetzt nicht Sommer hier. Ja, man lernt alles. Oh, tolle Bäume. Dann wird hier richtig Saft verkauft und Getränke und so, aber jetzt ist nichts los. Hier ist die Aussicht. Großartig. Bin mit meinem Kollegen hier hochgefahren, aber der hat es nur bis zum Fuß des Berges geschafft. Hat Krämpfe gekriegt, weil er denkt, dass Low Carb eine gute Idee ist. Ja, also für alle, die Low Carb machen, das ist genau ein Beispiel, wie es halt funktioniert. Machst Low Carb, kommst du den Berg nicht hoch, weil du Krämpfe kriegst. Ja, keine Energie hast. Tolle Aussicht. Ich habe Bananen, Wasser, ich habe nochmal einen Liter Wasser getrunken. Hier sind es 35 Grad. Super Aussicht. So, es waren ungefähr 3 Stunden, das heißt ungefähr 3 Stunden zurück. Also schöne 6 Stunden Ausflug heute. So schön können die Philippinen sein. Die haben hier einen super schönen Garten. Alles schön sauber aufgeräumt. So schön kann es hier sein. You made it! We must have cramp on the left leg. Hard. Really steep. So it's one more. One more. One, two. Wow, good looking guy. Okay. In the front, not at the back. So, jetzt sind wir bei der Jesus-Statue. Da ist der Gute. Hier ist die Aussicht am besten. Achtung! My friend made it up. Er hat es geschafft, den Berg hoch. Kam ein bisschen verspätet. Krampf ist anscheinend weg. Mr. Citizen. Tolle Aussicht hier oben. Füllen wir noch ein bisschen Wasser und dann geht's wieder zurück. Tasting time. Yeah. Guayabano. Sugar for me. Sugar. But this one is like sour. Mm. And sweet. Yeah. Mm. Sour in it. Yeah,
Yeah, it reminds me a little bit of pineapple. There are other varieties, but more sweet than this. Sweeter. The sweeter, the better. Yeah. It's got a little seeds in it. Tasty. This one is pretty too ripe, eh? Un cuevano. Pero aquí me gusta la caña. Depende de nada.